Sonnenwahrscheinlichkeit liegt heute bei 10, morgen dann bei 70% und die Sonne wird morgen nur 4 Stunden zu sehen sein. Oh, Chef, wie sieht's denn? Mahlzeit. 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 Herr Grüdenmann. Hallo. Herr Ditschel. Alles in Grün. Hä? Alles in Grün. Das heißt alles in Grün. Ja, was heißt alles in Grün? Alles in Grün. Alles im grünen Bereich. Im grünen Bereich? Yes. Weißt du, was wir früher gesagt haben, wenn man sagte, wenn man von einem Grünen gesprochen hat? Ja, ein Popel oder was? Das war ein Qualster. Weißt du? Ja. Ein Qualster war das. Ja, das weißt ist ja. Du, wenn man im Winter, wenn man eine dicke Nase hatte. Ja, ja, so Schleim halt, ne? Das war der dicke Qualster. Das war der Grüne. Ja. Der dicke, ehrliche Grüne war das, ne? Ja, da wollte ich dich jetzt nicht nachfragen. Also. Ja? Hier, Nuss rüber. Werde mal bitte. Was hat er denn jetzt hier? Salatschleuder oder was? Willst du hier Salatschleudern oder wie? Nein, ich teste das Bier. Ich mache einen Lackmustest. Was für ein Ding? Ein Lackmustest bei dem Bier. Na? Was guckst du denn so? Ein Lackmustest? Ja, wieso Lackmus? Was, wieso? Lackmustest. Was muss denn da? Hast du noch nie von Lackmustest gehört, oder was? Ist das eine Substanz, oder was? Ein Lackmustest, das ist, kennst du das nicht, wenn du mir sagen, früher einen ehrlichen Heizkörper hattest, ne? Mit einem Heizkörperlack. Ja. Eine Heizkörperlacke. Oder eine Bleimännige, die du mit einem Kurtenlecker aufgetragen hast. Männige, Bleimännige? Eine Bleimännige. Männige, ein kleiner Mann oder was? Nein, Männige, Männige. Es ist eine Farbsubstanz, die mir sagen, wenn du, warst du noch nie in Hafen, wenn sie mir sagen, von die Rostfreiheit garantiert haben und haben dann so roten Lacker aufgetragen. Das ist Männige, Bleimännige, um gegen Rost zu schützen. So heißt das Zeug oder was? Ja, sicher. Aha. Das wird mit einem Kurtenlecker aufgetragen. Mit einem Kundenlecker. Mit einem Kundenlecker jetzt. Ja. So, und mal sagen, Lackmus, das ist ja, wenn du länger so eine Bleimännige im Keller stehen hast und machst die Dose auf, weißt du? Mhm. So mit einem, machst du so auf. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man so eine Lackerdose so aufhebelt. Und dieser Knack, ne? Und diesen Deckel aufmacht. Knackt beim ersten Drehen, steht ja auch manchmal auf Orangensaft. Aber das ist was anderes. Ja. So, dann machst du das, und wenn du dann reinguckst, ja. Mein Ingo-Mann, dann hast du ja oben den Emulgator. Und muss sagen, das Bindemittel, das schwimmt ja alles oben. Ja. Und der Lackmus, ja. Der ist unten. Ach so, das Dicke. Das Dicke vom Lack. Das rutscht runter. Das rutscht runter. Mhm. Das ist der Lackmus. Und was ich jetzt mache, ist ein Lackmustest. Das heißt, ich sorge mit meiner Eustachischen Röhre, die ich hier gebaut habe, das ist, muss sagen, ein Teilchenbeschleuniger. Das ist so eine Salatschüssel. Das hat doch mit Röhre nichts zu tun. Es ist eine Eutaschröhre, es ist das gleiche Prinzip. Es ist ein Teilchenbeschleuniger. Und damit, muss sagen, trenne ich die Spreu von Weizen. Da ist ein Schwamm drin. Ja, sicher. Aha. Das scheint dich gar nicht zu interessieren. Es ist auch in deinem Interesse. Sonst wirst du vielleicht verklagt. Wie, wenn das du, weißt du doch gar nicht. Wenn du mein Bier nicht in eine Salatschleuder reintust, werde ich verklagt oder was? Wie soll das denn zusammenhängen? Hast du gar nichts mitgekriegt? Was soll ich denn mitkriegen? Da hat ein Mann ein Bier getrunken oder mehrere in eine Kneipe drinne. Ja. Und da war Schimmel im Bier. Ach so, ja. Ja, und dann hat er jetzt die Brauerei verklagt. Ja. Und anschließend hat er auch noch den Wirt wahrscheinlich verklagt. Ja, ich meine aber, Ditsche, jetzt mal in Ernst unter uns. Wann ist denn schon mal Schimmel im Bier drinne? Ja, in dem Fall, das reicht doch. Ja, aber wie alt bist du jetzt? Wie alt ich bin? Ja, wie alt du bist?
Wie alt ich bin? Ja, wie alt du bist. Das willst du an dieser Stelle erfragen? Ja, allerdings. Möchtest du vom Thema ablenken? Nein, ich will dir nämlich nur sagen, mein lieber Freund, dass du wahrscheinlich noch nie in deinem ganzen Leben hast du einmal was gehört von Schimmel im Bier. Und jetzt hast du das einmal... Ja, aber es bleibt mir doch unbenommen, Vorkehrungen zu treffen, dass ich mir sorgen nicht dem Magenkrampf anheimfalle. Da kann ich mir doch einen Lackmustest ausdenken und mir sorgen die Spreu vom Weizen trennen. Du kannst das alles machen, solange du hier nicht rumpütscherst. Ich pütscher nicht rum, sondern ich sorge dafür, dass ich nachweisen kann, ob dein Bier Schimmel hat oder nicht. Ja, dann mach das mal. So, dann mach das mal. Möchtest du bitte mal sehen, wie es funktioniert? Ja, ich bin gespannt. So, also erstmal Bier auftragen in den Schwamm. Ja. Eine walnussgroße Menge reicht aus. Ja, so, jetzt wird es eingebracht. Dann in die äußerste Röhre eingebracht. Du kleckerst das schon. Ich klecker überhaupt nicht. Ich sehe das doch. So, jetzt pass auf. Jetzt trenne ich... Warte mal, darf ich das mal unterlegen wenigstens? Ja, dann rutscht das weg. Dann brauchst du einen nassen Lappen. Dann leg ich einen nassen Lappen unter. Ja, mache ich auch. Bitte? Ja, hat das Eile jetzt oder was? So, damit sich das nicht verfestigt im Schwarm. Wenn ich jetzt Spreu von Weizen trenne, wenn hier Schimmel im Bier ist, wird man sagen, die Spore vom Schimmel, die treibt es heraus und Weizen bleibt im Schwamm enthalten. Und der Schimmel kriecht ja immer an der Wand lang. Den Schimmel treibt es zur Wand. Immer, überall. Ne? So, ach so, er will an der... Der Schimmel will dahin. Es treibt ihn dahin. Er will an der Wand. Es ist seine natürliche Bestimmung. Wenn er nicht in der Flüssigkeit, mal sagen, enthalten ist wieder. So, ja. Und jetzt, wenn er aus Taschenröhre, mal sagen, ein Teilchenbeschleuniger, wird die Spore herausgeschleudert. Ja, das müsste reichen. Und jetzt, mal sagen, jetzt, pass auf. Gehst du da mit einem Ohrenstäbchen ran? Ja, na sicher, vom Rand. Ich trage es vom Rand ganz normal ab. Wenn dort jetzt Schimmel dran ist, mein Ingomann, ja, ne? Es ist normalerweise nur unter einem Mikroskop zu sehen oder man riecht es. Man hat ja ganz feine Empfindlichkeit. Du steckst das direkt in die Nase rein, oder was? Wenn da Schimmel dran ist, dann rieche ich das ja wohl. Ja, aber muss das denn in die Nase richtig reingehen? Damit es ummantelt ist von der Nasenkugel. Dann geh, was für ein Ding, was für eine Nasenkugel denn? Meine eigene, Mann. Du hast eine Kugel in der Nase, ne? Nix da, so, und jetzt mache ich noch eine Gegenprobe. So. Aha. Die kommt in das zweite rein. Deswegen hat man zwei Löcher in der Nase, ne? Aber dein Bier scheint in Ordnung zu sein, mein Ingomann. Ja. Es ist in Ordnung. Ich würde das drin lassen. Es ist in Ordnung. Es sieht besser aus. Es ist in Ordnung. So, und jetzt kann man, wenn es in Ordnung ist, dann kann man das hier, das ist ja ein Triptychon. Das ist ja für mich ist das so ein Pipettensystem. Das habe ich mir selber ausgedacht. Was ist das denn jetzt für eine? Ein Pipettensystem. Wenn das Bier in Ordnung ist, muss ich das ja nun nicht wegschütten. Ist das? Ne? Dann kann ich das da ja wieder reintun. Was? Das Bier. Du machst hier kein. Och, Ditsche! Wieso denn? Ist das doch mein Bier? Ja, aber ich bleib hier doch unbenommen. Aber du kleckerst hier rum. So. Och, ja, nee. Lieber den Magen verrenkt als im. Jetzt hat er doch meine Ohrenbivos in die Würste reingeworfen. Nein, da ist Folie drüber. Mann, immer diese. Aber die brauche ich doch noch. Ja, die ich muss doch das meinst du, bei dem Bierkonsum, den ich habe, muss ich das doch öfters testen. Die sind noch teuer. Und die zwei bitte nicht berühren, die sind auf der anderen Seite noch unbenutzt. Du machst auch alles immer kaputt. Da liegen ich noch mach zwei. Kaputt, weißt du. Da liegen noch zwei. Wo denn? Da. Wo? Ach, wo? Ja, wo? Ja, wo? Unter deine komische grüne Lichtvermandelung da. Ach, da, ja, da ist einer. So. Einer ist das. Hier. So. Jetzt klecker doch nicht rum. Ich klecker überhaupt nicht rum. Sag mal, du kannst ein bisschen einen anderen Ton an den Tag legen, sag mal. Oh, tut mir leid, aber ist das ja auch in deinem Sinne, mein Ingomann? Nee, in meinem Sinne ist das gar nicht. Mir ist das egal. Dann sollen die Leute hier mit Bauchkrämpfe herniederstürzen. Hier ist noch nie einer mit einem Bauchkrampf drinne gewesen, mein Freund. Noch nie. So, da sind die. Ich hab dir die da hingelegt. Das Perl, aber. Ja, waren das jetzt die Unbenutzten noch? Ja. Das waren die beiden Benutzten, das sind die Unbenutzten. So. Wieso hast du denn da Benutzte drinne in dieser... Nein, die zwei, das waren doch die gerade, die ich in meine Nasenkugel zum Test drin hatte. Und ich habe die jetzt so gelegt, die unteren waren, glaube ich, benutzen, die oberen noch nicht. Ich lege das mal hier
Darf ich das an eine Pommes frites Pizza, darf ich die da anlegen, dass sie leicht austrocknen? Guck mal hier, weißt du, du bist 5 Minuten hier drinne, da kann ich schon wieder den Tresen machen. Ja, mit Alkohol macht man das, ist ja zu dieser Jahreszeit, ist das ja auch ein Entfroster. Oh, Entfroster, weißt du. Brauchst auch mal einen Entfroster. Ja, aber weißt du was, mein Ingo, man, mal ganz anderes Thema ist das Stichwort, ne? Na. Hast du das mitgekriegt? Wir werden ja alle überwacht mittlerweile, ne? Ja, von NSA. Ja, ne? NSA, BND, das ganze Programm. Ja, klar. Ne? So, und weißt du was jetzt, wohl heute in Nachrichten auch schon wieder, dass die Engländer jetzt mal hier der Snowden ist das Stichwort. Ja. Der hat doch jetzt hier im Sorgen rausgekriegt, hat er noch eine Info weitergegeben, dass die Amis, ne? Ja. Und ne, die Engländer, die haben hier in der ganzen Welt die Hotels ausgespäht, wenn da irgendwelche Politiker drin gewohnt haben. Haben sie in der Anmeldecomputer und so weiter, ja, die ganzen Daten alle gespeichert. Ja, die haben ja sowieso alles. Hm. Alles haben die. Alles. Die haben alles, ne? Ja, also da. Alles haben die. Nein, ich meine, alle, da ist doch. Wer wird denn nicht abgehört von denen? So rum musst du doch fragen. Ja, ich frage auch gar nicht mehr. Ja. Weil ich weiß das. Du weißt das. Ich weiß das. Und ich mache mir ernsthaft Sorgen, wer alles abgehört wird. Weißt du, was ich gelesen habe? Ja. Die Hartz-IV-Empfänger, ne? Da gehöre ich auch in gewisser Weise auch in der. Ich wollte es gerade sagen, als wenn du von fremden Leuten sprichst. Puh, ich habe doch keine Wertung reingebracht. Na ja, gut, ja. So, die werden auch überwacht. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, weißt was, ich habe ja kein Internet und kein Handy, ne? Nee. Ich habe nur ein Telefon mit einer normalen Festleitung. Ja, glaubst du, dass sie dich da überwachen, oder was? Nee, eben nicht. Ja. Und weißt du, was ich glaube? Nee. Wie sie das dann machen bei so Leuten wie mir? Nee. Noch wie früher mit Agenten. Wie mit Agenten? Agenten. Dass sie da so Leute in Trenchcoat auf der Straße, ja, und Sonnenbrille. Sie da, die nisten sich ein und hören mich ab und so weiter. Das glaub ich nämlich. Seit einigen Tagen wohnt in der UNO-Seitwohnung einer. Das ist meiner Meinung nach, ist das mal Sorgen, jetzt mal Sorgen, ein Spion. Er hat sich eingenistet. Er hat sich da eingenistet. Und was meinst du, wieso soll er ein Spion, weil er so aussieht oder was? Weil er sich auffällig verhält. Er verhält sich auffällig? Mhm. Aha. Mhm. Und er, was ist das? Was macht er? Er sitzt da rum, oder wie? Er hat kein Klingelschild. Aha. Und ich hab ja in der Badewanne gelegen mit dem Kopf unter Wasser. Und er, das mache ich manchmal, wenn ich hören will, was Kargas reden. Was, ne? Hörst du in der Wanne drin, ne? Ja, sicher. Das muss man ausprobieren, wenn du dich mit dem Kopf in die Wanne legst, ne? Mhm. Ne? Mhm. Ne? Mhm. Ne? Ja. Dann hörst du, wenn da unter dir jemand irgendwas sagt oder macht, das hörst du ganz deutlich. Ach echt? Ja, sicher. In Wasser? Ja, sicher. Ach nee. Das ist eine Abhörmethode. Eine private jetzt. Es ist eine private. Ich gebe es nicht weiter. Das ist der Unterschied. Ach siehst du, du hörst auch ab, ne? Ja, oder das was? Ist so. So ein bisschen. So, und dann habe ich, weil er da eingezogen war, ne? Ja. Ne? Ja. So, und hatte kein Klingelschild. Dann habe ich gehört, dass direkt unter mir, ich dachte mir, plötzlich der Kopf unter Wasser, hat das gerumpelt und gepumpelt die ganze Zeit. Und immer weiter und irgendwann, und dann kratzte das schon. Ich dachte schon, dass er durch die Badewanne kommt, einer durch, der mir irgendwie so nah dran war das. Und dann habe ich mir, mach doch gleich nochmal einen Hubel. Aber aus, ist das aus dem gleichen Wurf? Was für ein Wurf? Ja, den brauche ich nicht testen, wenn das aus dem gleichen Wurf ist. Ja, das ist der gleiche Wurf. Das ist der gleiche Wurf. Ja, ja, sicher, sicher. Ja, ja, ja. So, weißt du, und dann habe ich mir überlegt, was macht denn der da die ganze Zeit, ne? Das war ganz dicht dran. Gekratzt. Ja, oder was auch immer. Das war immer so, als wenn da so Tische aufeinander, Stühle aufeinander. Und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, danke. Ja, ist in Ordnung, glaube ich. Da würdest du ja auch schmecken, ne? Na, wenn ein sehr starker Schimmel ist, dann würde man ihn sogar sehen. Aber ich habe es schon getestet. Wenn es aus dem gleichen Wurf ist, ist die Chance ja nicht groß. So jetzt, ne, dass das so rumpelt, ne? Und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, er möbelt, die stellt er aufeinander, ne? Er ist ja da, um mich zu überwachen. Er muss mich ja abhören. Ne? Er ist aber unter dir. Er ist unter mir, natürlich. Und wie kann er mich nur abhören? Indem er von unten, seine Decke ist mein Fußboden. Das heißt also, er hat sich wahrscheinlich so aufeinander gestellt. Und dann hat er, und das war der Beweis, ich hab nämlich gefunden vor der Tür, der hat auch eine Möbellieferung und so weiter bekommen. Und da war der Beweis. 2 Pappkartons. Weißt du wovon? Nee. Weingläser. Weingläser? Weingläser.
So normale. Weißt du, wofür Weingläser benutzt werden normalerweise? Ja, für Wein, ne? Aber einer alleine? Was will der denn mit 12 Weingläsern? Wieso, wenn er jetzt Leute einlädt? Macht er ja nicht. Ja, woher weißt du denn das? Hat er ja nicht. Er ist ja alleine, hat er noch niemand Klingelschild, wenn der Gäste haben will. Die wissen gar nicht, wo sie klingeln. Wieso denn damit so? Hat er sich ja auch verraten, meiner Meinung nach. Wieso? Er kann ihnen doch Bescheid sagen, wo er. Vielleicht hat er. Ich glaube, dass er die Weingläser. Kennst du das nicht? Wenn man damit so an die Wand geht, dann hört man doch. Nee, also ich mach sowas nicht. Ja, aber es ist bekannt. Es ist auch seit James Bond ist er schon bekannt. Es ist bekannt. Da frag ich ihn doch mal, ob er das kennt. Er kennt auch gar nicht. Bei ihm muss man sowieso aufpassen. Das glaube ich auch. Da kann ich dir auch gleich noch was zu sagen. Jedenfalls hat er immer gesagt, das glaube ich. Ne? Und jetzt hab ich ihn ja getäuscht. Ne? Wenn er mich jetzt abhört mit den Gläsern, ich nehme an, er hat sich 12 Gläser gekauft, weil wenn er da mit den Tische und das alles übereinander baut und da immer hochkraxelt, um mich da abzuhören, da geht ja auch mal ein Glas zu Bruch. Hm. Ja, deswegen hat er 12 Stück gekauft. Auf sicher, meinst du? Ja, auf sicher. Aha. Auf sicher. Aha. Es ist ein Top-Agent. Ja. Der nimmt dir ja auch nicht mit einem Glas hin. Es ist ein Top-Agent. Es wird ein Top-Agent ja. sein. Ja. Ja. So, und jetzt habe ich aber überlegt, dass ich ihn täusche. Habe ich heute Morgen, weißt du was? Ja. Ich habe ein Täuschungsmanöver durchgeführt, dass er falsche Infos kriegt von mir. Über was jetzt? Wenn er doch jetzt wieder stellt, er baut morgens wieder sein Regal und Billy und die Stühle und dann sieht er doch mit einem Weinglas und hört bei mir an der Decke, ja. was ich da mache und so. Und dann habe ich im Keller, habe ich jetzt bei Kager im Keller, ne, da waren noch so zwei alte Schrubber, die habe ich an der Seite abgesägt, sodass die sind praktisch wie so ein Bein. Und dann habe ich die in Schuhe reingetan, ne? Aha. Und ich habe selber noch andere Schuhe angezogen auch. Und dann habe ich, hier war doch heute Presseclub, es war immer mittags am Sonntag, ne, habe ich laut gemacht, wenn die Leute alle so reden, weißt du? Ja. So, und dann bin ich doch immer so mit den Schuhen so rumgelaufen, damit er denkt, das sind mehr Leute. Das ist mehr als du selber. Ja, sicher. Also nicht nur einer. Ja, ne? Sicher. Ja, ja sicher. Ne? Und ich rufe da auch noch mal an, von der Festleitung aus, von woanders aus. Und dann rufe ich da mein Amt an. Und dann mache ich aber so ein Tuch über das Telefon rüber, damit die denken, ich rufe von weiter weg an. Und dann sage ich, ich bin da gar nicht mehr, da wohnen jetzt 4 Leute, sage ich dann. Wo willst du anrufen? Bei Ihnen oder was? Beim Amt. Irgend so ein Amt, die ihn geschickt haben. Irgendeiner muss ihn ja geschickt haben. Ne? Was für ein Amt soll das denn sein? Wo willst du beim Einwohnermeldeamt oder wo willst du anrufen? Ja, die geben das ja weiter. Was geben die weiter? Wer der Top-Agent ist, der bei dir unten drunter wohnt und die Pyramide baut, das sagen die dir am Telefon. Ja, aber sie sagen es weiter. Sie tun so, als wenn sie es nicht wissen, aber sie sagen es weiter. Sie tun so, als wenn sie es nicht wissen ja. und sagen mir es gegenüber. Weiter. Mir gegenüber. Ja, sicher. Aber weißt du was, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass du auch abgehört wirst? Ja, wieso? Ich habe das doch gesagt, alle werden abgehört. Ja, du auch. Vielleicht wirst du auch überwacht. Das weißt du ja gar nicht. Vielleicht ist das ja hier, vielleicht weißt du das, ob hier irgendwo Mikrofone sind. Ja, Mikrofone. Ja, oder Kameras. Zum Beispiel hier unten, diese Verblendung hier unten. Das habe ich mich immer schon mal gefragt, was das eigentlich ist. Das ist vom Kühlschrank. Was? Ja, aber woher weißt du denn, ob da nicht vielleicht auch eine Kamera in der ist? Ja, eine Kamera, weißt du. Ich oder hier mit einem Feuermelder. Da oben auch hier irgendwo. Nun mach den, der ist gerade nachgeguckt worden. Was denn? Mach den, geh da weg mit der. Der hat gerade das neue TÜV-Siegel. Weißt du doch nicht, ob du da nicht überwacht wirst. Wieso, was heißt, weiß ich nicht, der war doch da, der Mann von TÜV. Der hat doch gerade die Plakette raufgeklebt. Was heißt, ich weiß das nicht. Ich weiß das ganz genau. Das wollte ich dir sowieso sagen. Oder vielleicht, er ist vielleicht auch ein. Das habe ich schon länger überlegt. Wer er Schildkröte, oder? Ja, er sitzt, aber musst du doch nicht gleich den Namen nennen, dann machen wir uns ja verräterisch. Er sitzt auf dem Hocker auf, die ganze Zeit starr sitzt er auf dem Hocker auf. Erhöht. Und? Ja, wie ein Handymast. Es ist ja neben der Handymast. Und dann die Jacke, die ist ja, also ich hab mir mal überlegt, die ist ja konkav. Vielleicht ist die von innen mit Eisen ausgemandelt, wie eine Satellitenschüssel, dass er doch immer so starr sitzt und nichts macht. Er ist wie so eine Schüssel, ist doch wo anders gebogen als er. Was? Eine Schüssel ja. ist doch andersrum gebogen. Ja, sie ist so rum, er hat sie so, als wenn er sie so ummandelt hat. Ja, dann strahlt er sich ja selber. Vielleicht ist er I.M. Krödi. Das weiß man doch nicht. Das weiß man doch nicht, Krödi. Er sagt auch immer, er muss da sitzen bleiben, weil er was mit dem Fuß hat. Er hat auch immer einen Stock mehr. Du hast doch gar nichts mit dem Fuß. Hast du was mit dem Fuß? Hast du was mit dem Fuß?
Ja. Und warum lässt du das nicht mal reparieren? Es gibt doch Möglichkeiten. Hast du nicht gelesen in der Zeitung von der Kröte? Da war doch eine Kröte gefunden worden, die hatte nur ein Abbissbein. Mhm. Auf der rechten Seite, ein Abbissbein. Nee, das kann ja nicht sein. Da haben sie ein Lego-Rad untergeschraubt und schon geht's weiter. Was? Ja, angeschraubt? Ja, sicher. Angeklebt mit einem Kleber. Mit einem Kleber? Vor das Bein, ein Abbissbein. Ja. So, und da haben sie da... Oh, Knut. Nein. Mahlzeit. Hey. Guck mal, siehst du, Knudi wird auch abgehört, okay. Ne? Du bist auch abgehört, du? Bist abgehört zu Hause, du? Hast schon mal ge... Ich hatte immer schon den Verdacht, aber ich hab's nicht beweisen können. Ja, siehst du, aber jetzt doch NSA und das alles. Ja, man weiß das nicht, ich nicht mehr. Er könnte auch ein Sendemaster, ein lebender Sendemaster sein. Herr, weil er sich nie bewegt. Er sitzt erhöht. Er hat Füße, die mir so einen Boden ableiten. Von der NSA geschickt. Man weiß das nicht. Man weiß es nicht. Man weiß das nicht. Obama zum Beispiel, der hat er auch immer unter so einem, in so einem Hotel, hat er doch gebordert oder so ein abhörsicheres Zelt. Das hat er ja von den Indianern wahrscheinlich abgeguckt. Damals hatten die ja abhörsichere Zelte. Da haben die wahrscheinlich abgedichtet, dass die Rauchzeichen nicht rauskamen. Da kam nicht raus. Ne? Ne? Deswegen sind die so dunkel teilweise. Indianer. Der Rauch nicht rauskommt. Knudi, was möchtest du denn noch? Hast du mich abgehört? Ich höre dich immer ab, schon seit, so, seit Jahrzehnten. Dann weißt du, auf dem Weg hier bist du Arzt oder was? Muss ich mal ein schönes Bier trinken und dann gucke ich mal, was du so im Angebot hast. Okay, aber weißt du was? Hast du, hier, guck das einer von euch hier. Ich höre wieder Total Theater mit Kager, ne? Wieso, was war denn jetzt schon wieder? Der lässt sich ja durch gar nichts mehr besänftigen, ne, der Mann. Das ist gar nichts mehr, ne? Ja, was und weshalb? Ich wollte ihn besänftigen mit einem Zauberwasser von Nene. Nene ist das Stichwort. Zauberwasser? Nene. Kennst du Nene? Ja, die Sängerin. Mondwasser. Die Sängerin. Bitte, bitte, Mondwasser von Nene. Wie, was heißt Mondwasser? Ja, das trinkt sie immer. Ach nein, so. Die trinkt das, sie versprüht das. Die versprüht das, sie versprüht das. Ach, dieses was. Zauberwasser, damit hat sie den Samu auch beruhigt. Ja, was weil sie doch immer so, sie ist doch immer so unverschämt und fährt den Samu über den Mund, dabei ist das so ein netter Finne. Das ist meine Meinung. Und dann hat sie aber, alles gut, hat sie immer gemacht. Und dann hat sie was rausgenommen und hat herumgesprüht. Ist kein Parfum. Hat sie immer so blöd gelacht, ne? Und so, es ist Zauberwasser, mir sag ich nicht. Und nächsten Tag stand in der Zeitung drin, ne? Hat einer von Lidl oder sowas, hat die Restbestände von Nenas Wunderwasser aufgekauft. Sag ich aber erstmal schnell Prost mit meinem Zauberwasser. Ja, Prost, ne? Das musst du dir mal vorstellen. Ja, ne? Das ist dieses, was nur und beim Mondschein, ne? Ja, genau. Da musst du, ich habe schon Wandi gefragt. Das haben wir nämlich heute gemacht. Du musst eine Kristallkaraffe nehmen. Ich konnte das nicht, ich habe eine alte Blumenwasser genommen, aber ist das gleiche. Wasser rein. Und, weil wir haben ja Vollmond, ne? Und dann musst du das von Mond bescheinen lassen. Wer ein Kristall zu Hause hat und ihn hinzufügt, kann es noch veredeln sogar, ne? Ja, wenn man hat. So ein Rosenquarz oder ein Diamant. Diamant. Wer hat denn der größte Diamant ist ja gefunden worden, weißt du, ne? Ist sogar verkauft worden. War der verloren oder was? Weiß ich nicht, oder ist verkauft worden. Jedenfalls so. Und dann, je nachdem, wenn Vollmond ist, und das war mein Fehler bei Kager, also wenn Neumond ist, und du hast das Wasser, das Nene-Wasser, hast du von Neumond bestrahlen lassen, ne? Ne? Ja. Dann hat es eine besänftigende Wirkung. Mhm. Aber wenn du es von Vollmond bescheinen lässt, so wie ich, ne? Und dann den Mann bestäubst, den Kager jetzt, ne, hab ich vorhin gemacht, um ihn zu besänftigen, jetzt mal sagen. Dann hat es eher eine belebende Wirkung. Ach, du hast Kager ein bisschen belebt, oder ich was? Ich hab ihn bestäubt mit und Wasser. Wollte eigentlich sagen, alles gut, alles gut. Ich wollte ihn ein bisschen beruhigen, weil ich hab doch mit Frau Kager zusammen, haben wir The Voice of Germany gespielt. Habt ihr beide? Zu Hause beide. Ihr beide? Und sie waren Nina, oder was? Und du warst so am Hut, oder wie? Nein, wir waren... Er war der Mann im Mond, du. Was soll das denn heißen? Ja, nee, wir haben Mondwasser. Ja, weißt du was, wir haben Blind Audition gespielt. Blind Audition. Ja, mit wo man sich umdreht, ne? Ja, genau. Weil Kager hatte doch früher einen Friseurladen, ne? Ja, und er hatte doch... Diese Stühle. Bitte? Ja, logisch. Die waren im Keller, als ich die hier mal so die Schrobber hochgeholt habe und die abgesägt habe für die Schuhe, um jetzt mal sagen, den Agenten zu irritieren, habe ich die Stühle, hatte die wohl irgendwann mal runter in den Keller gebracht. Und dann habe ich, die sind schwer, du. So eine großen Friseurstühle, ja, klar. Weißt du, mit der Puppe.
Ja, ja, logisch. Weißt du? Ja, ja. So, die sind schwer, die sind richtig schwer. Ja, klar. So, und dann hab ich die da hochge, weil es gibt keine besseren, mal sagen, Blindo-Deschenstühle. Das ist klar, ja, so, ja. Und dann hab ich die rein bei Frau Kagan, dann hat sie schon immer gesagt, nee, und es ist gefährlich, weil die Auslege, ich hab die Auslegeware so ein bisschen, weil du kannst sie ja eigentlich nur wie die Müllmänner, die Mülleimer früher drehen, so weißt du, ja. Weißt du, so kannst du die eigentlich nur bewegen. Und du hast sie so schön gezogen. Erst, und dann aber nicht. Ach ja, und dann hast du den Teppich versaut. Weiß ich schon, was passiert ist. Ja. Jedenfalls waren die beide da und wir haben dann mit dem Rücken zugesessen und haben gehört, ne? Und dann war es immer so, dass wir auch, wenn wir was gut fanden, habe ich gesagt, dann buzzern wir auch. Dann buzzert ihr. Da habe ich einen Buzzer gebaut und das hat Kager nicht gefallen. Das mit dem Sessel, das ist ihm erst später aufgefallen. Ein Buzzer wollte er nicht. Das fand er nicht gut, wie ich den um. Ich hab da seine Kassettenlage. Er hat eine Kassettendeck, ne? Das hat er als Buzzer genommen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Eine Kassette erhöht ja mit Nini Rosso. Kennst du Nini Rosso? Der Gott an der Trompete drin, ne? Ja, ja, in Silenzio. Nini Rosso. Der hat sich auch Papagei auf die Trompete gesetzt früher. Nini Rosso? Das ist überliefert worden, ja, hat er gemacht früher. Der hat eine Papagei auf der Trompete sitzen gehabt. Und wurde dadurch irgendwas besser? Oder? Er wurde berühmter und es wurde überliefert, hat er doch gerade gesagt. Doch, vielleicht war es ein sprechender Papagei, hat ihm die richtigen Töne souffliert. Ein singender Papagei, weil er kann ja nicht gleichzeitig singen und Trompete spielen. Kann er nicht, ne? Nee. Das kann er zwar, aber es hört keiner. Nee, nee. So, aber das nur am Rande. Also den Trompete habt ihr angemacht, so, oder was? So, den hab ich Kassette, Trompete. Ich verstehe das alles. Moment bitte! So, Kassettendeck, angeschlossen, auf Play gedrückt, festgeklebt, damit es immer an ist, Nini Rosso angemacht. Ja. So, und dann hab ich von der Stehlampe, mal sagen, den Fußschalter, den Treder, ja, den hab ich abgemacht und hab den, mal sagen, als Unterbrecher. Da geht's schon mal los. Als Unterbrecher an das Kabel vom Kassettendeck. Oh. So, und das läuft, mal sagen, auf meinem Stuhl. Und wenn du da jetzt aufhaust, dann ist Strom da, dann geht die Kassette. Und wenn du wieder drauf haust, dann ist wieder aus. Ja. Dann kann man immer, weißt du, und Nini Rosso hat gehupt. Ja. Und ich hab das paar Mal gemacht, weil das so gut funktioniert hat. Und ich dreh mich um, weil ich buzzern wollte. Und wer steht da? Kager. Ja. Siehst du. Und du kommst du. Ja, was heißt, nun komm ich? Nun komm ich gar nicht. So, und dann kannst du dir vorstellen, dass er mal wieder gar keinen Spaß hatte. Ja, Er ist eine Spaßbremse. Ja. So, und dann hatte ich in Zerstäuber noch das Mondwasser von Nene. Du hast auf Vollmond warten sollen. Oder Neumond. Ja, ist er Vollmond. Auf Neumond. Und das war mein Fehler. Ich hab ihn besprüht. Wenn ich ihn mit Neumond besprüht hätte, dann wäre die Sache wahrscheinlich glimpflich ausgegangen. Ja. Aber du hast ihn beliebt, ne? Er hat ihn beliebt mit dem Mondwasser. Ich habe ihn beliebt. Siehst du, ja, ja. Jetzt öffnet er seinen Frisiersalon wieder. Boah, beliebt das kann er gleich oben behalten, die Stühle, ne? Ja, genau. Weiß das nicht, ne? Und Teppich ist auch in Arsch, ne? Oder was? Und die Lampe hast du auch... Das kann man alles wieder... Ich habe nur eine normale Lüsterklemme genommen und das umgefuggelt. Das kann man doch ganz normal wieder rückgängig machen. Ja. Weißt du, Kind, vielleicht das, diese Sätze, ne? Das kann man. Was ne? denn? Ja, ich denke. Wenn er das sagt, das, ich das denn kann eben. Man. Sagt er ja oft mal. Weißt du, da weiß ich schon... Da brauchst du mir gar nichts mehr sagen. Was soll das denn? Ja, da kann man, weißt du. Wenn überhaupt, dann heißt das, ich mach das wieder heile. So wird ein Schuh draus. Das kann das so ganz einfach. Zwei Schrauben und fertig. Ja, bitte. Zwei Schrauben und fertig. Das macht er schon. Er will ja auch seine Ruhe haben im Haus, glaube ich. Ja. Ja. Du hast gehört, ich muss sagen, in Köln gab es einen Therapiewaschbär. Der ist abgehauen, hast du das mitgekriegt? Nee. Da ist ein Therapiewaschbär abgehauen. Der war in Therapie und ist abgehauen. Es ist ein Therapiewaschbär, der kann Therapie. Ich weiß, was ich glaube, wo der ist. Der ist hier in Hamburg. Ja, da waren ganz viele von denen. Ja. Da sind viele abgehauen wahrscheinlich. Ja. Ich habe auch viel auf dem Rathausmarkt irgendwo. Ne? Therapiewaschbär. So, und weißt du, die sind nämlich beim Burnout-Hund. In Hamburg gab es einen Burnout-Hund. Was denn noch der anders? Der hat beim Zoll gearbeitet und ist gestresst, weil er immer schnüffeln muss und bellen muss, wenn er was findet. Und jetzt muss er, mal sagen, eine Therapie anheimgestellt werden. Er muss durch so Wasserbecken laufen, damit, mal sagen, der Stress aus ihm rauskommt. Oh Gott. Und ich glaube, das doch für, mal sagen, der Therapiewaschbär da ist, dass der ihm da irgendwie bei hilft, weil er kann Therapie und er ist gleichzeitig mit Wasser vertraut. So, mal... Oh, ja.
Ja. Ich muss noch essen noch. Jetzt mein Ernst, du bist doch, auch ein Tier. Ist das nicht ein Thema? Wenn du was mit einem Krautsalat, Tomatensalat. Dann kannst du dir doch mal auch ein Rad untermachen lassen oder sowas. Du hast doch einen Baumarkträder, die kann man doch runterschrauben. Ja, mach ich dir fertig. Du hast wohl ein Rad ab. Was soll denn das heißen? Ich meine das. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Ein bisschen Senf vielleicht noch. Ja, klar. Er sagt auch immer, dass er Feierabend hat. Und er hat aber gar keinen Feierabend. Ja, er als Agent im Einsatz ist, dann lügt er. Ja. Das ist auch ein Beweis. Ja, ja, ja. Er ist immer